historische Stadt Aschaffenburg, die nach dem Zweiten Weltkrieg so wunderschön wieder aufgebaut wurde. Und auch für die, die heute so schön rufen können. Das ist alles nicht selbstverständlich. Und seien Sie einfach froh, dass Sie frei Ihre Meinung sagen können. Norbert Geis hat Ihre Stadt viele Jahre im Deutschen Bundestag vertreten. Er hat für... Das ist doch völlig albern. Im Übrigen leiden die Juden auch unter der Federal Reserve, denn die müssen auch Zinsen bezahlen. Und deshalb mache ich mich stark für diese Menschen. Ich kriege Anrufe und Mails aus Israel, die traurig sind, verzweifelt sind, weil sie unter ihrer eigenen Politik dramatisch leiden. Ich weiß, dass ich mein Leben hier nicht in Gefahr bringe. Liebe Freunde, wozu rufe ich auf? Erstens. Ganz klar, Medienboykott der Mainstream-Medien. Ganz klar und ganz aufrichtig, das kostet nichts. Und ich rufe alle Journalisten der Medien auf, schließt euch uns an, das ist wichtig.
Man muss sehr viel Geld haben, um einen Medienkonzern zu besitzen. Und Pressefreiheit heißt, dass die Eigentümer von den Medienkonzernen die Freiheit haben, ihr Weltbild zu infiltrieren, über ihre entsprechenden hierarchischen Strukturen zu infiltrieren in diese Menschen. Das ist eine Manipulation der Massen und die findet statt. Lasst die Medien raus, lasst den Fernseher aus. Es ist übrigens schwer, ohne diese Medien klarzukommen, denn man wird erstmal merken, wie süchtig man war. Wie dramatisch verfälscht sein Weltbild war, der man jeden Tag im Prinzip mit diesem geistlosen Schwachsinn zugemüllt wird. Das macht einen einfach kaputt. Den Fernseher auszulassen ist nicht wirklich schwer. Also jetzt mal ganz ehrlich. Nehmt euch einen Monat. Versucht einen Monat lang, ohne dieses Ding klarzukommen. Dann tickt ihr schon anders. Aber bereitet euch mental darauf vor, denn die Welt wird danach eine andere sein. Denn dann seid ihr raus aus der Matrix. Die Ausscheidungen der Unterhaltungsindustrie im deutschen Fernsehen. Das sind sie. Das ist eine Verdummung und Verrohung und wir merken es alle. Und wer das diskriminiert, wer das diskutiert, der wird im Prinzip auch noch als negativ angesehen. Das ist eine komplette Verdummung. Wir können darauf verzichten. Unterhaltung kommt von unten halten, nämlich uns. Zweiter Aufruf. Boykott der Wahlen. Ganz klar, Boykott der Wahlen. Das ist meine Aussage. Ihr habt nur die Wahl zu wählen, wer euch unterdrückt und nicht, ob es einer tut. Ihr werdet für blöd verkauft. Da gibt es die Roten und die Gelben und die Grünen und da gibt es eine Jamaika-Koalition und die Ampel. Ja, sag mal, sind wir hier bei der Sendung mit der Maus? Es geht hier um Krieg und Frieden. Ich bin weder Linksextremist, noch Rechtsextremist, noch Mittelextremist. Denn das bin ich auch nicht. Weil ich bin auf der Skala gar nicht drauf und ihr alle auch nicht. Die Menschen, die gewählt wurden, haben nichts zu entscheiden. Und die, die entscheiden wurden, nicht gewählt. Das ist nicht von mir, das ist von dem bayerischen Ministerpräsidenten, der heute noch amtiert. Den Namen brauchen wir uns gar nicht merken, der spielt bald keine Rolle mehr. Wie alle keine Rolle mehr spielen werden in diesem ganzen Metier. Das muss Schluss sein. Ich bitte euch zu erkennen, dass unter diesen Medien und unter diesem Finanzsystem erst die Politikdarsteller angesiedelt sind. Sie haben keine Macht und darunter kommen wir. Das sind die Untertanen. Ich kenne ganz viele, die parteipolitisch unterwegs sind und die sich angegriffen fühlen. Frau Ditfurth hat ja völlig überzogen. Sie hat sogar die NPD, ich weiß gar nicht, ob es die NPD als Partei noch gibt. Ich halte das mehr für eine Behörde im Innenministerium. Und sie werden es nicht schaffen, hier die Leute reinzubringen. Sie werden es auch nicht schaffen, hier irgendwelche V-Leute reinzubringen, die mit irgendwelchen Parolen versuchen, das Ganze hier ins negative Licht zu rücken. So wird es nicht mehr laufen. Und dieses Spiel ist jetzt vorbei, weil wir kennen alle die Medienmanipulation.